Ja, hallo und herzlich willkommen zum Review des Modmo Saigon E-Bikes. Lange hat es gedauert, bis das Ding aus Vietnam zu mir gerollt ist, aber jetzt ist es endlich da. Das Unboxing findet ihr hier oben nochmal verlinkt, aber heute soll es um die Fahreigenschaften, Motor, Akku, Display, die App und noch viel mehr gehen. Also, ich würde vorschlagen, wir legen direkt los. Viel Spaß! Da steht es nun also endlich live und in Farbe vor mir, das Modmo Saigon, das wohl lang erwartetste Bike seit langem. Und ich muss sagen, es gefällt mir. Es sieht einfach schick aus, wie ich finde. Ganz in matt-schwarz, ohne wirklich zu zeigen, dass es motorisiert ist und mit einer Verarbeitung, die wirklich ganz toll gelungen ist. Zumindest, wenn wir uns den Rahmen mal näher anschauen, dann sehen wir, ja, nichts eben. Keinerlei Schweißnähte, die wurden sehr sauber weggearbeitet und alles wirkt irgendwie wie aus einem Guss. Gleiches gilt auch für die Beleuchtung, die einfach eingearbeitet wurde. Das gilt für die superhelle Frontleuchte wie auch für das Beacon-Rücklicht. Dazu sei gesagt, STVZO-kompatibel ist das nicht und wir sehen hier auch direkt warum. Das Licht ist breit und omnidirektional, heißt es ist nicht zielgerichtet, sondern geht eher in die Breite. Davon abgesehen ist es aber sehr, sehr hell. Das gefällt mir vor allem, dass es so nahtlos integriert wurde, vorne wie hinten. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass es recht weit nach oben gerichtet ist. Das soll sich aber in den kommenden Versionen ändern. Da wird es dann etwas angepasst. Auch das Rücklicht wird nochmal angepasst werden. Und zwar wandern die Löcher hier, hinter denen sich die rote LED verbirgt, einfach noch ein Stückchen nach oben. Dann kann man den Sattel auch noch weiter runter machen. Apropos, das hier ist das Saigon in der Größe L. Alternativ gibt es das auch noch in S und M. Insgesamt soll damit eine Bandbreite zwischen 1,40 Meter und mehr als 2 Meter Größe abgedeckt werden. Zu der Beleuchtung sei aber noch gesagt, ihr bekommt natürlich noch externe Beleuchtung für vorne und hinten mitgeliefert. Die befindet sich in der Accessories-Box, ebenso wie Katzenaugen, ein Reflektor und eine Klingel. Eben alles, um das Saigon straßenfit zu machen. Klar, trotzdem schade, dass die integrierte Lösung nicht reicht, wie es ja zum Beispiel auch beim Cowboy der Fall ist, aber das ist in diesen Fällen eben dem Design geschuldet. Und das war aber noch nicht alles für das Kapitel Beleuchtung. Wie wir hier sehen, sind auch noch die Griffenden beleuchtet und zwar in Rot. Das ist ziemlich cool, finde ich. Damit werdet ihr auch nochmal von der Seite besser gesehen und vor allem in der Dunkelheit sieht das natürlich gut aus. In Zukunft wird das übrigens etwas robuster hier. Derzeit ist das noch von Plastikkappen abgedeckt und damit recht anfällig, sollte das Bike mal umfallen. Ursprünglich sollten die ja mal als Blinker fungieren, hat man dann abgeschafft, ebenso wie die translumineszente Farben hinten an den Streben. Gesetze und Regularien waren da einfach zu kompliziert und starr. Starr ist auch die Gabel in der Front geraten, wir haben keine Federung oder ähnliches hier, ein reines Urban Bike. Wie sich das auf den Komfort und das Fahrverhalten auswirkt, das klären wir aber gleich noch. Rein äußerlich bleibt noch der Lenker, die Leuchten hier, die hatten wir ja schon, die Griffe sind bequem, auch ohne verbreitete Handablage und das Display ist sehr, sehr elegant, einfach in die Mitte des Lenkers eingelassen. Warum das jetzt nicht noch das ganz zu Beginn angekündigte Farbdisplay ist und was sonst noch anders als ursprünglich geplant ist, da könnte man über die Gründe jetzt noch ein ganzes weiteres Video machen, da werde ich jetzt nicht auf jeden Punkt eingehen. Ich finde aber auch das Bedienelement hier an der Seite sehr schön schlank geraten, sehr minimalistisch und doch ist eben alles da, was man so braucht. Einmal eingeschaltet sehen wir hier den Akkustand in Form mehrerer Balken, die aktuelle Geschwindigkeit oder wir stellen uns hier alternativ die Trip- oder Gesamtdistanz ein. Und auch, wenn man das auf dem Video teils etwas flimmern sieht, konnte ich das hier bei Sonneneinstrahlung immer sehr gut ablesen. In Natura flimmert dann natürlich nichts. Das Licht wird ebenfalls über die Bedieneinheit ein- und ausgeschaltet und auch eine Schiebehilfe lässt sich dadurch starten. Alles in allem von außen wirklich ein Leckerbissen, gerade wegen des Mattlacks und den flüssigen Übergängen ohne Schweißnähte. Naja, einen Kritikpunkt habe ich aber schon gefunden, der Modmo-Schriftzug ist zwar ganz schick, allerdings nur aufgeklebt und wenn da etwas entlang schrammt, dann scheint sich das hier recht leicht ablösen zu lassen, aber immerhin ist es farblich dieses dezentere Silber hier geworden und nicht wie anfangs mal gezeigt in Blau. Ja, und dann fahren wir doch mal los auf unserem Single Speed. Diese Variante wird es in Zukunft ja nicht mehr, beziehungsweise nur noch beim Saigon S, dann aber mit Kette geben. Hier haben wir natürlich ein schickes Gates CDX-System, ein Carbonriemen, der da entlang rast, mag ich immer sehr. Es dauert so einen kurzen Moment, doch dann setzt der 250 Watt Frontmotor ein. Es hieß ja, die ersten Modelle sollen da noch etwas hakelig sein, aber ich finde, es ist Gewohnheitssache. Auch hier sollen die kommenden Bikes abgeändert werden, aber ich finde es nicht so dramatisch, muss ich jetzt sagen. Es dauert natürlich so eine knappe halbe Umdrehung, aber wenn man das weiß, kann man sich sehr gut damit arrangieren. Da der Motor in der Front sitzt, hört man ihn vielleicht etwas mehr als einen Hinterradmotor, aber auch das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Wir hören mal rein, vielleicht kann ich es trotz Windgeräuschen im Video ja vermitteln. Die Lautstärke hier soll 50 Dezibel betragen. 50 Newtonmeter Drehmoment sind natürlich eine Ansage und ja, nicht nur in der Theorie bringt der ordentlich Leistung mit. 350 Watt im Peak und man fliegt auf dem Saigon nur so durch die Stadt. Es ist wirklich spritzig und immer da,
wenn man es braucht. Ich hatte richtig Spaß damit, auch in Kombination mit der Lenkung. Obwohl der Lenker relativ breit ist, kann man damit noch sehr, sehr zackig unterwegs sein. Was wir hier natürlich nicht haben, ist ein Drehmomentsensor. Also ganz so feinfühlig und intuitiv dosieren lässt er sich nicht, der Motor. In der Praxis ist er aber wesentlich sensibler als so mancher Konkurrent mit einem Bewegungssensor. Das finde ich schon gut gelungen in der Abstimmung. Klar, ein Drehmomentsensor wäre netter und mir auch lieber gewesen, aber diese Form hier ist ein mehr als annehmbarer Kompromiss, wie ich finde. Und wir wissen ja auch um die Nachteile so eines Frontmotors, zum Beispiel im Handling, die so ein Frontmotor mitbringen kann. Aber auch hier halb so wild und sicherlich auch Gewohnheitssache. Am ganz steilen Berg oder Schotter könnt ihr damit mal etwas unsicherer werden oder vielleicht auch mal ausbrechen. Aber das erzähle ich jetzt hier wirklich nur ganz theoretisch, denn selbst erlebt habe ich das mit dem Saigon bisher noch nicht. Dafür aber Support auch am Berg, der, den wie wir hier sehen, nicht ganz ohne ist. Er ist sowohl deftig in der Steigung als auch in der Länge. Eine der blödesten Kombinationen für schwache Motoren eigentlich. Aber wie wir hier sehen, ist dieser Motor hier damit nicht überfordert, denn es ist kein schwacher Motor. Im Gegenteil, man kann hier ganz locker auch einhändig bergauf fahren. Also den Test hat er auf jeden Fall mit Bravour bestanden. Wenn ihr jetzt komplett ohne Unterstützung unterwegs seid, dann ist es wie so oft. Am Anfang müsst ihr euch natürlich ein bisschen reinhängen, aber ich sag's mal so, wenn das Ding mal läuft, dann läuft's und dann seid ihr damit auch sehr gut ohne Motorunterstützung unterwegs. Zwischen 1 und 5 könnt ihr die Unterstützungsstufen auswählen oder aber ihr schaltet sie ganz aus. Wie gesagt, am Anfang braucht es noch so ein bisschen mehr Kraftaufwand. Da kann man jetzt vielleicht nicht am allersteilsten Berg mit anfahren. Klar, das ist bei anderen nicht anders und für den Single Speed ist es wie es ist und damit fährt man eigentlich ganz gut. Was ich ja auch noch erwähnen möchte, das ist der Freilauf, denn über den hieß es ja auch schon von einigen, dass er wohl sehr, sehr laut sei. Kann ich nur in Teilen bzw. kann ich so nicht bestätigen. Klar, im Verhältnis zu komplett lautlos ist er natürlich deutlich hörbar. Doch ziemlich unauffällig. Das Cowboy V2 und in Teilen auch das V3 sind aber mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar lauter. Zumindest bei meinem Bike kann ich euch in dieser Hinsicht beruhigen. So abnormal laut ist es wirklich nicht. Ja, und ansonsten fährt es sich überraschend komfortabel, finde ich. Ich hatte ja schon eben erwähnt, wir haben eine starre Gabel, keinerlei federnde Elemente und trotzdem, da war ich schon deutlich ruppiger unterwegs auf ähnlichen Bikes. Schlaglöcher, kleine Steinchen und auch mal über die Wiese, das ist echt kein Problem gewesen. Selbst Kopfsteinpflaster werden mühelos weggebügelt. Das hat mich definitiv positiv überrascht. Ganz angenehm sind auch der Sattel, der nochmal den Motmo-Schriftzug trägt und auch die Sitzhaltung. Man ist zwar durchaus sportlich, aber nicht so von übergebeugt unterwegs. Ich finde die Sitzhaltung sehr angenehm eigentlich, wenngleich mein Sattel auch noch ein Stück höher gekonnt hätte hier. Aber gut, das macht vielleicht auch der relativ breite, aber gerade Lenker. Ich finde den Look sehr sportlich, aber das Gefühl dann doch wieder durchaus relaxed. Ganz gute Kombination eigentlich und so hält man es auch angenehm lange auf dem Bike aus. Damit dann der Akku nicht schlapp macht, wurde dieser schön großzügig ausgestattet mit einer Kapazität von 630 Wattstunden. Angegeben ist damit eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern, wobei da die Betonung natürlich auf bis zu liegt. Aber trotzdem, man kommt im Vergleich immer noch sehr, sehr weit damit. So 150 Kilometer können da in jedem Fall schon drin sein. Wenn nicht noch ein bisschen mehr, kommt natürlich auf Gewicht des Fahrers, Temperatur und alle möglichen Gegebenheiten an. Aber nicht wegzudiskutieren ist einfach, dass es eine fette Kapazität für diesen Fahrertyp und vor allem dafür, wie schick der Akku integriert ist. Ja, apropos Akku integriert, das ist alles so schön nahtlos verarbeitet hier. Wie bekomme ich den Akku da überhaupt aufgeladen? Klar, das geht hier vorne, wenn man den Mod-Adapter freilegt und dann via Magnet die Abdeckung entfernt. Coole Lösung, wie ich finde. Oder aber auch entkoppelt vom Bike. Das ist zwar immer gut, in diesem Fall hier aber zugegeben etwas sehr umständlich. Dafür sollte man das Bike am besten einmal komplett umdrehen und dann kommt man ziemlich leicht dran. Er ist abschließbar, hat noch so einen Sicherheitspin und lässt sich dann recht einfach entnehmen und daheim laden. Aber man hat ja auch nicht überall so einen weichen Teppich wie hier und schon gar nicht, wenn man den Akku mit in die Wohnung nimmt und das Saigon aber an der Straße stehen lässt. So einfach kann man das dann nämlich nicht überall umdrehen, sonst liegt es nämlich genau auf dem Display. Also da unbedingt immer etwas drunter legen, sonst sieht das sehr schnell sehr unschön aus. Letztendlich Function follows Form, wie ich sagen würde. Es ist dem Design geschuldet. Hier dem Fahrer noch die Möglichkeit zu geben, trotz tollem Versteck den Akku noch entnehmen zu können, ist eben mit etwas Arbeit verbunden. Das muss einem schon klar sein. Alternativ könnte man das Bike auch noch schräg so ein bisschen auf den Boden legen, aber auch das ist recht kompliziert und nicht gerade praktisch.
Praktisch soll das Leben wiederum mit den dazugehörigen Mods werden, denn Modmo steht ja für Modular Mobility und das sieht so aus. Vorne und hinten habt ihr diese Kappen am Bike, die könnt ihr einfach so lose schrauben, abnehmen und dann seht ihr da so eine Aufnahme für verschiedene Mods. Das können zum Beispiel ein Kindersitz, eine Transportbox oder so ein ganz normaler Träger sein und das Schicke daran ist, dass sie so einfach dran gesteckt werden können. Bis da die ersten auf den Markt kommen, werden aber wohl noch rund ja, 3 Monate ungefähr vergehen. Was ich da bei allem Lob ein bisschen kritisch sehe, festdrehen kann man das hier, klar, allerdings nicht verriegeln. Sowohl die Abdeckklappen als auch die Mods selbst könnten dann eigentlich problemlos gestohlen werden, sollte da nicht noch irgendein Security-Feature hinzukommen. Erwähntes Security-Feature finden wir aber dafür an den Rädern schon dabei, denn die sind hier mit Spezialmuttern gesichert. Dafür braucht ihr nicht nur den passenden beiliegenden Adapter, sondern sie sind auch noch im Modmo-Logo-Design gehalten, ein Detail, das mir gut gefällt. Ganz gut gefallen hat mir auch die erste Version der Modmo-App, in der könnt ihr dank GPS, 4G und Bluetooth nämlich immer sehen, wo euer Bike gerade ist. Verlässt es im abgeschlossenen Zustand einen bestimmten Radius, das sind so rund 5 Meter, wo ihr es abgestellt habt, werdet ihr darüber über Push-Notification auf dem Smartphone informiert. Wobei abgeschlossen hier nur via App gelockt und nicht wirklich physisch versperrt meint, trotzdem sehr praktisch. Darüber hinaus könnt ihr natürlich alle eure Fahrten inklusive Kartendaten nachverfolgen und tracken und es gibt so eine Rangliste aller Modmo-Fahrer, wo man sich messen kann. Man kann so verschiedene Streaks freischalten und ja, bei dieser Rangliste könnt ihr ja mal versuchen, Jack O'Sullivan einzuholen. Viel Spaß dabei. Die App ist noch etwas ausbaufähig, um sie mit meinem Bike zu koppeln, musste ich dem Support schreiben. Das ist derzeit noch so, dass man da Seriennummer und E-Mail mitteilen muss und die das dann miteinander koppeln. Nach dem nächsten Update kann man das aber auch selber machen. Updates gibt es over the air auch für das Bike selbst und ich bin gespannt, was man da alles noch so nachgeliefert bekommt. Ihr seht und hört es, ich finde das Bike wirklich sehr gut gelungen. Klar, der Sensor für den Motor, der braucht noch etwas Überarbeitung, die bekommt er ja aber auch. Dann kann man sich mit dem schönen Design noch an einigen Stellen an der Kabelführung stören. Das geht sicherlich auch eleganter und ist so ein bisschen ein Bruch zu dem eigentlich sehr schön gefertigten Fahrrad, dass hier doch noch relativ viele Kabel überall frei liegen. Dann läuft die Geschwindigkeit auf dem Display so ein wenig hinterher. Wenn ihr scharf bremst und steht, dann sieht man das am besten, dass da noch so ein wenig Delay drin ist, aber davon abgesehen habe ich wirklich nicht so viel gefunden, was mich direkt gestört hat. Wo wir jetzt zum Ende kommen, ein paar Details bin ich euch noch schuldig und zwar wiegt das Teil rund 21 Kilo. Es kommt mit hydraulischen Tektro-Scheibenbremsen, vorne mit 160 und hinten sogar mit 180 mm Größe. Die haben ihren Dienst gut verrichtet und waren auch absolut geräuschfrei und immer zuverlässig, alles gut damit. Schutzbleche kommen hier serienmäßig, die sind stabil und stylisch integriert, so ein wenig wie beim Cowboy vom Design her sehen die Streben aus und bei den später ausgelieferten Bikes ist auch ein Ständer serienmäßig mit dabei. Deshalb konnte ich hier auch keinen kompletten schicken Rundumschwenk zeigen, weil ich natürlich immer etwas brauchte, wo das Saigon gegengelehnt war. Ja, nun sind wir einmal durch, würde ich sagen. Das Modmo Saigon wurde lange erwartet und ich finde, es hat einige Erwartungen auch erfüllt. Befürchtungen bezüglich Motor, Sensor, Freilauf und so weiter haben sich für mich nicht oder nur zum Teil bestätigt. Es ist ein sehr vielseitig einsetzbares Bike, dem mit den noch zu erscheinenden Mods natürlich noch einige Dinge bevorstehen. Spannend wird auch die Enviolo-Version sein. Als Single-Speed in der Stadt macht das Saigon aber unglaublich viel Spaß. Es ist unkonventionell, stylisch, kraftvoll und ein echter Hingucker und mit den Mods wird es auch noch richtig vielseitig und praktisch im Alltag. Ich habe mich so ein wenig verliebt, falls man das bis hierhin noch nicht rausgehört hat und werde jetzt noch eine Runde drehen. Ach ja, wenn ihr eins haben wollt, es kostet knapp 2.500 € und wer jetzt bestellt, muss leider noch bis November warten. Aber was denkt ihr über das Bike? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, like dieses Video und natürlich ganz wichtig, abonniert kostenlos meinen Kanal, um keine Updates mehr zu verpassen. Ich hoffe, dieses Video hier hat euch gefallen. Ich verabschiede mich jetzt und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.